Das allererste Crossover in Assassin's Creed ist draußen. Warum ich vom Valhalla-Teil enttäuscht bin, trotz neuer Karte, neuer Ausrüstung und anderen Sachen, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall dran, der Content ist natürlich trotzdem einen Blick wert, denn er ist kostenlos und man kann einiges abstauben. Servus Wikinger, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corypheus. Bei mir gibt es die komplette Palette Open World RPG Games. Wer da in Zukunft nichts verpassen möchte, kann immer gerne auf dem Kanal vorbeischauen oder auch ein Abo dalassen. Seit Dienstag gibt es neuen Content in Assassin's Creed Valhalla. Das allererste Assassin's Creed Crossover in der Geschichte ist rausgekommen zwischen Valhalla und Odyssey. Wir schauen uns heute nur den Valhalla Part an. Da ist eine komplett neue Karte reingekommen, eine neue Story, neue Ausrüstung und das möchte ich euch im Detail zeigen und auch ja erklären, warum ich das Crossover bei Valhalla nicht so prickelnd finde, was mir da nicht so gut gefällt. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Sobald ihr das neueste Update 1.4.1 runtergeladen habt, kann auf jeden Fall ein bisschen dauern, denn ihr müsst das komplette Spiel nochmal runterladen oder eben neu installieren, denn Ubisoft nimmt im Hintergrund eine Performance-Anpassung vor für die Zukunft. Außerdem müsst ihr in eurer Siedlung die ja, vierte Stufe erreicht haben und die Hexe freigeschaltet haben. Dann seht ihr in eurer Siedlung genau diesen Charakter rumstehen, der euch eben dann das neue Gratis-Crossover gibt. Die gute Dame schickt euch auf die Reise zu einer neuen Insel, und zwar die Insel des Nebels. Finde ich eine mega coole Sache. Ihr seht hier auch die Map, die ist ultra riesig für eine ja, Gratis-Map, aber sie täuscht ein wenig, kann ich euch gleich sagen. Gibt nochmal gleich ein paar mehr Infos. Ihr bekommt natürlich eine komplett neue Story, was cool ist. Wir haben hier ja einen Crossover zwischen Valhalla und Odyssey, bedeutet Cassandra kommt hier in diesem Crossover vor, was ich sehr cool finde. Odyssey war wirklich ein genialer Assassin's Creed-Teil, habe ich aber erst im Nachhinein herausgefunden, weil ich am Anfang so abgeschreckt war, dass man eben einfach nur ein blöder Söldner im Endeffekt ist und nicht ein Assassine. Da war ich auf jeden Fall damals zu Release extrem enttäuscht. Aktuell zocke ich es privat nach und ich muss ehrlich sagen, der Teil ist wirklich erste Sahne. Machen wir aber in Valhalla weiter. Wie gesagt, es gibt eine ja, Geschichte. Es handelt eben hier, oder es geht um ein Relikt, das wir eben finden müssen. Mehr möchte ich euch da nicht spoilern. Ist aber wirklich eine kurze Story. Lasst euch da oder erwartet da jetzt wirklich nicht zu viel, sonst werdet ihr enttäuscht, wie zum Beispiel ich. Selber für mich gab es nur zwei geile Momente in diesem Crossover. Einmal, wo man eben auf Cassandra das erste Mal getroffen ist und das andere Mal, wo man eben in einer Höhle drin war. Der Rest war meiner Meinung, also war für mich persönlich nicht so der Oberknaller, war teilweise auch ein bisschen gestreckt mit langweiligem Reiten. Aber es ist gratis Content, man darf eigentlich nicht meckern. Gibt natürlich auch gute Gegenstände, die wir uns gleich im Detail anschauen. Auch wie ich es vorher erwähnt habe, die Map ist zwar extrem groß, aber allgemein ein wenig karg. Es ist wenig Wald da, es ist halt einfach so eine Insel des Nebels, ja, schlichte Vegetation, muss man einfach sagen, keine großen Siedlungen und so weiter, und auch so kann man eigentlich fast nur auf der Insel größtenteils Opale einsammeln, was ich ein bisschen schade finde. Für mich wäre es cooler gewesen, wenn die Insel allgemein ein bisschen kleiner wäre und dadurch ein bisschen vollgestopfter, als eben so große karge Flächen zu sehen. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr zur Story sagt und auch zur Insel. Wichtig natürlich, dann sind auch Kommentare, also Spoiler-Kommentare drinnen, also passt auf jeden Fall auf, falls ihr das Crossover noch nicht gespielt habt. Was natürlich super cool ist, es gibt unter anderem zwei neue Waffen zum Abstauben. Beide sind wirklich richtig nice. Sind natürlich von Odyssee aus dem Griechischen. Wir haben als allererstes der Speer des Leonidas. Eine super coole Sache. Was halt auch nice ist, er hat einen sehr guten Vorteil, auch einen einzigartigen Vorteil. Sowas gab es bis jetzt in Assassin's Creed Valhalla noch nicht. Angriff, Fernkampf und Nahkampfschaden sowie Fähigkeitsschaden sind erhöht, wenn man mindestens ein Adrenalinfeld hat. Das ist wirklich super cool durch die neue Paladin-Rüstung vom Paris-DLC. Wenn man die anhat, hat man sowieso immer Adrenalin. Und da hat man eben 10 Punkte mehr Angriff, 15 mehr Punkte Nahkampfschaden, 15 Punkte mehr Fernkampfschaden und auch 20 Punkte mehr Fähigkeitsschaden. Und das ist echt nicht schlecht. Ich kann euch nur empfehlen, eben diesen Speer abzustauben. Den Speer des Leonidas findet ihr auf der linkeren unteren Seite. Dort ist eben ein gegnerisches Lager. Ihr müsst einfach nur den Hauptmann töten. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Der hat nämlich einen Schlüssel, seht ihr hier, einfach über seine Leiche drüber laufen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht zurück ins Haus. Und in dem Haus ist dann eben eine Truhe. Und die könnt ihr dann eben mit dem Schlüssel öffnen und bekommt dann eben den Speer des Leonidas.
Als zweites gibt es das Heldenschwert, ist ebenfalls von Odyssey, sieht auch wirklich super cool aus. Vom Bonus finde ich persönlich jetzt nicht so stark, ich selber brauche auf jeden Fall den Bonus nicht. Ist eher was für Leute, die schleichend unterwegs sind, dann bekommt eben 15 Punkte Attentatschaden und eben 25 Schleichangriffsschaden. Also wer hier immer Stealth unterwegs ist, kann auf jeden Fall durchaus dieses Schwert benutzen. Wobei ich sagen muss, ich glaube die meisten von uns, denke ich mal, sind eher aggressiv als eben ja so Schleich-Stealth-mäßig unterwegs. Da war ich auf jeden Fall deutlich mehr in Odyssey Stealth unterwegs als in Valhalla. Das Heldenschwert bekommt ihr ganz oben rechts auf der Karte. Seht ihr auch hier, dort sind natürlich auch Gegner unterwegs. Hier braucht man zwei Schlüssel. Ihr müsst einfach immer wieder in Odins Sicht reindrücken und ihr seht dann irgendwo die Schlüssel eben auftauchen. Zwei Personen tragen einen Schlüssel, sind relativ weit auseinander. Tötet dann einfach beide Gegner und geht dann eben zurück zur Truhe und dann könnt ihr die eben mit beiden Schlüsseln öffnen und bekommt das Heldenschwert raus. Was ihr auch unbedingt machen solltet, ist eine dritte Waffe abzustauben. Ist nochmal ein Kurzschwert, gehört jetzt nicht direkt zum Crossover, sondern ist bei Ubisoft Connect drin. Bei den Belohnungen für 100 Ubisoft-Punkte könnt ihr euch die Astralklinge holen. Sieht optisch wirklich richtig geil aus. Seht ihr mal hier, ich finde sie ist so ein bisschen ISO angehaucht. Eine richtig nette Waffe. Vom Wert ist sie jetzt auch nicht so schlecht. Kritischer Schaden wird nach erfolgreichem Ausweichen erhöht. Man hat ja dann kurz diese Zeitlupe und für 3 Sekunden gibt es 20 Punkte mehr kritischen Schaden. So kann man auf jeden Fall ganz kurz den Gegner ordentlich runter ballern von der Lebensleiste, wenn es dann eben krittet. Ja, trotzdem auf jeden Fall eine coole Waffe, auch kostenlos oder eben für 100 Ubisoft-Punkte, aber die ist auf jeden Fall auch ein Blick wert. Neue Tätowierungen gibt es ebenfalls, sind auch Odyssey inspiriert. 3 davon bekommt man super easy, wenn man einfach auf die Karte schaut, sieht man immer diese Entwürfe und wenn man denen eben hinterherläuft auf der neuen Karte, dann bekommt man jeweils einen Entwurf. Den letzten Entwurf, den 4. für den Rücken, sollte man eigentlich beim Shop kaufen. Bei mir habe ich ihn einfach jetzt nicht sehen können. Wir können uns hier mal die anderen Entwürfe anschauen, wie sie eben aussehen. Wir haben als allererstes eben einen neuen Entwurf auf dem Kopf. Ja, wie gesagt, ist eben Odyssey angehaucht. Dann gibt es eben einen neuen Entwurf für die Brust. Finde ich, sieht auch cool aus. Gefällt mir. Und auch die Arme finde ich nicht verkehrt. Ist eben dann das 3. Tattoo. Und das 4. leider, wie gesagt, für den Rücken. Sollte man eigentlich im Shop bekommen. Ich habe es nicht gefunden. Wenn einer von euch das 4. Tattoo hat für den Rücken, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde ich mir auf jeden Fall noch gerne abstauben. Bei einer Schatzsuche gibt es auch noch eine besondere Belohnung. Ihr seht hier die Schatzkarte hier auf der Karte relativ weit oben. Wenn ihr die eben anschaut, seht ihr hier, wo der Schatz versteckt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Schatzkarte noch nicht gelöst. Ich habe noch nicht den Bereich gefunden mit diesem See, ganz ehrlich. Ich weiß aber, was es als Belohnung gibt, und zwar ein Segel für unser Schiff mit Medusa-Optik. Ja, wenn ihr wisst, wo dieser See ist, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mir ebenfalls noch abstauben. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, was sagt ihr zum Crossover in Valhalla? Gefällt es euch, der Gratis-Content? Oder sagt ihr, da hätte man auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen besser machen können? Wobei man eigentlich nicht meckern darf, es ist kostenlos und es hat neuen Content gegeben, sogar eine komplett neue Insel. Das war's soweit vom Video. Mehr Videos zu Valhalla werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen rauskommen. Bleibt auf jeden Fall am Ball, wird sich wirklich lohnen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und sonst wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.